Ja, Leute, Servus in einem neuen Video. Ja, diesmal ein ernstes Thema. Das Thema Corona, zweiter Lockdown haben wir heute beschlossen bekommen. Also es ist Samstag, der 31.10. Falls ihr euch fragen solltet, wann ich das Video aufnehme. Und ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, nichts zu dem Thema zu sagen oder offiziell zu sagen, weil es meiner Meinung nach kein einfaches Thema ist und schon ein komplexes Thema ist. Und zumindest in der ersten Zeit man nicht sagen konnte, was richtig oder falsch ist. Ich glaube, das kann man immer noch nicht hundertprozentiger. Aber ich sage mal, irgendwann ist der Bogen überspannt, irgendwann sind die Grenzen erreicht und überschritten. Und ich glaube, dass das momentan ein bisschen der Fall ist. Also mir kommt vor, es wird alles überhaupt nur mehr unkontrolliert irgendwas beschlossen, ohne irgendeinen Sinn dahinter, beziehungsweise mit wenig Sinn dahinter, weil jetzt zum Beispiel, er hat ja die Aussagen gegeben, die Lokale werden wieder schließen, also die Gastronomie muss für die nächsten, also bis zum 30. November ist, glaube ich, geplant, also ganzen November schließen. Vorher waren wir aber nicht müde, die letzten Wochen und Tage zu betonen, dass sich die Leute ja eigentlich großteils nur in privaten Räumlichkeiten anstecken. Und bei größeren Feiern anstecken. Und jetzt ist es aber offensichtlich so, dass sich die Leute plötzlich auch trotz Hygienemaßnahmen, die man im Fitnesscenter, im Fitnessstudios getroffen hat, oder in Lokalen, wo man sowieso beim Reingehen oder wenn man aufs Klo geht, die Maske aufsetzt, dass das anscheinend nicht mehr reicht. Wir müssen jetzt das auch alles sofort schließen. Jetzt stelle ich mir dann natürlich die Frage, wenn man jetzt den öffentlichen Raum schließt, das heißt, wenn man dort, wo eigentlich, wie man geglaubt hat, keine Ansteckungen oder nur geringe Ansteckungen stattfinden können, weil es ja Hygienekonzepte dafür gibt, ja, in der Gastronomie und im Fitnessstudio und in Sportbereichen, ne, dann frage ich mich schon, warum man jetzt hergeht und sagt, man sperrt diese Räume. Und sagt, betont aber trotzdem, dass die ganzen privaten Räumlichkeiten und die Feiern und so immer noch ein Problem sind. Jetzt, wenn ich den öffentlichen Raum für die Leute sperre, man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute jetzt daheim sitzen bleiben und Däumchen drehen und was 8 Stunden arbeiten gehen, dann heimgehen, sie vom Fernseher hinfallen lassen oder schlafen gehen und nächsten Tag wieder aufstehen und wieder zur Arbeit zu gehen. Der Mensch ist ja nicht eine Maschine oder ein Roboter, der nur mehr hackelt quasi und nur mehr arbeitet rund um die Uhr und nichts mehr vom Leben hat. Der Mensch braucht eine Natur, der braucht einen Auslauf, der muss sich frei bewegen können, der muss mit einem Freund auf ein Bier gehen können. Leute, das braucht die Seele, das braucht der Mensch, der ist keine Maschine oder irgendwas, wo er nur einfach nur funktionieren kann. Das wird nicht klappen. Und die ganzen privaten Partys, die werden ohnehin steigen. Und dann kommt es zu dem Thema, was wir, glaube ich, alle nicht wollen und wo wir ganz stark aufpassen müssen, Leute, weil das Problem ist schon längere Zeit nicht mehr der Virus an sich, sondern die ganzen Maßnahmen und Regeln, die jetzt getroffen werden, ja, auf unseren Rücken, die nachher niemand mehr zurücknimmt, Leute. Da gibt's, ich weiß schon, wir sind jetzt in einer Ausnahmesituation, ja, und die meisten davon sagen, ja, jetzt muss man halt strenger sein, jetzt ist Corona oder so. Aber das Gefährliche ist ja, diese Maßnahmen werden nie wieder zurückgenommen, Leute. Wir halten jetzt da quasi die Tür auf und sagen der Regierung oder in Staat, ja, ihr könnt zurück bei uns vorbeikommen, privat, ihr könnt zurück in unsere Wohnung schauen, wenn ihr wollt, und Kontrollen machen. Und das wird kommen irgendwann. Wird 10 Leute. Und dann gibt es einen Nachbarn, den anderen anzeigen, weil 5 Leute bei ihm daheim sitzen hat oder eins fehlt oder 3 fehlt und obwohl er gar keinen Lärm macht und lauter so Sachen, Leute, das kann es nicht sein. Normalerweise sollte man in einer Pandemie, in einer Zeit von einem Virus, was uns befällt, ja, global, weltweit, sollten die Leute zusammenrücken. Ja, und das sehe ich einfach nicht. Es gibt kein Zusammenrücken. Es gibt nur Denunzieren. Der und der hat keine Masken auf und der macht das und warum darf ich das nicht? Und es ist wie im Kindergarten. Und die Regierung reibt sich die Hände und freut sich, weil es die Leute gegeneinander aufspielen kann. Das kann es nicht sein. Genauso bei dem Maskenthema, Leute. Es gibt Leute, die regen sich ständig auf, weil 2, 3 Leute die Masken in der U-Bahn oder in der Straßenbahn nicht korrekt aufhaben und lassen sich aber wirklich noch von der Regierung einreden. Es liegt daran, dass wir so hohe Zahlen haben. Na genau, wir werden 5.600 Neuinfizierte täglich haben, weil es 2, 3 Leute die Masken falsch aufhaben oder nicht aufhaben. Und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ich bin öfters unterwegs, ja,
da gibt es kaum Leute, die keine aufhaben. Es gibt Leute, die haben es vielleicht nicht korrekt oder richtig auf, ja? Die haben es unter der Nase, weil sie schwer Luft kriegen. Ja? Das ist aber ein kleiner Prozentanteil, Leute. Wir sehen gar nicht mehr, von 100 Leuten im Waggon haben vielleicht 5 Leute die Maske schlecht auf oder 2 Leute vielleicht gar nicht auf. Und der Rest hat die Maske ganz normal auf. Wenn jetzt jeder so super geschützt ist, ja, dann können nicht 2 Leute für Infektionen von 5000 Leuten verantwortlich sein. Denkt einmal logisch nach, das wird nicht funktionieren. Wir werden nur verarscht, nur mehr. Die Masken ist nicht hundertprozentig dicht. Den Leuten, die was Angst haben, ja, und die was glauben, wenn sie jetzt da in der U-Bahn fahren und das hat einmal irgendwer die Masken unter den Nasen und glauben gleich, sie sind schwer krank, denen würde ich empfehlen, eine FP2 oder FP3 Maske zu besorgen, weil dann sind sie immun und dann wir können sie auch nicht angesteckt werden, ne? Wenn man wirklich so eine Angst hat. Ne? Aber man muss sich schon fragen, wenn man dann in die öffentlichen Verkehrsmittel einsteigt, ja, und das wird immer wieder betont, ja, und setzt die Maske auf und wascht sich die Hände. Aber es kommt alle in den Stoßzeiten oft alle 8 bis 10 Minuten einmal eine Straßenbahn oder ein Autobus daher. Bei den U-Bahnen geht's vielleicht noch, aber habe ich auch schon gehört, dass in den Stoßzeiten bei der U6 öfters voll ist. Oder generell in U-Bahnen. Und da frage ich mich dann schon, wenn man den Abstand nicht mehr einhalten kann, ne? Und es ist ja bewiesen oder es ist ja logisch, die Masken sind ja nicht hundertprozentig dicht, Leute, sonst wird mir ja keiner nicht atmen können, ne? Da ist kein Filter drinnen, wie bei einer Gasmaske oder irgendwas. Da strömt Luft aus, ja? Und diese Aerosole, ja? Das ist noch nicht einmal untersucht worden, wissenschaftlich, wie sich die im Raum bewegen. Und wenn du jetzt ausatmest, das stimmt schon, die Maske ist ein Spuckschutz, ja? Gegen größere Tröpfchen, die du weitergibst, kann die Maske sehr wohl helfen, ja? Aber es ist jetzt nicht der eierlegende Wollmilchsau, dass man hergeht und sagt, ja, die Masken schützt uns jetzt dazu, war nicht zu 100%, wenn wir es aufhaben. Es geht trotzdem Luft durch und diese Luft verbreitet sich im Raum, werden uns trotzdem anstecken. Die Masken schützt uns nicht hundertprozentig für irgendwas. Von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden. Genauso, wenn du irgendwas angreifst. Jeder ist hysterisch, wenn wer die Masken nicht falsch aufhat und die Leute greifen aber am Tag 100 verschiedene Leute greifen denselben Türgriff an oder dieselbe Tierschnallen an, wenn sie irgendwo aussteigen oder weiß ich nicht, oder aussteigen. Also, du kannst das nicht hundertprozentig verhindern, das wird nie funktionieren. Da kann man sich noch 3-mal am Tag oder 4-mal hintereinander die Hände waschen und es wird nicht funktionieren. Du kannst genau diese Maßnahme machen, die dir im Bereich des Möglichen ist. Das kann man machen, das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben jetzt da, glaube ich, im öffentlichen Raum zu 90% überall die Masken braucht, du hast das außer beim Konsumieren von Getränken und Speisen überall die Maske aufgehabt, ja? Und es funktioniert offenbar nicht. Ja? Und ich sage jetzt ganz klar, man will uns verarschen, ja? Die Maske ist nicht so ist der heilige Gral oder was, wie man uns verkaufen will. Ja? Sie hilft vielleicht ein bisschen was. Ich will gar nicht sagen, dass die Maske totaler Blödsinn oder unnötig ist, weil diese Maskenverweigerer Leute gibt's auch, die was sagen, was das ist nur Schnupfen oder so. Das will ich gar nicht sagen, ja. Das muss man ernst nehmen und mit einem gesunden Respekt sicherlich. Ja. Also das Virus ist da und es gefährdet uns, aber man braucht jetzt nicht so tun, dass wir alle gleich sterben, wenn wir jetzt da mit irgendwen auf ein Bier gehen oder Leute, das sind kleine Handlungen oder Tätigkeiten, die man trifft im privaten Bereich, ja, was einem gut tut nach der Arbeit, ja. Dass man sich mit einem Freund irgendwo zusammensetzt, einen Kaffee trinkt, der Wirt hat auch was davon. Und jetzt sperren diese ganzen lokalen Wirte und Lokale und Kaffeehäuser, die sperren alle wieder zu. Und dann macht man es einfach, indem man sagt, ja, sollen sie halt auf einen Lieferservice umstellen, das können sie ganze 4 Wochen machen. Es hat nicht jedes Lokal einen Lieferservice. Da geht es nicht um McDonald's, Starbucks und was halt, wie die ganzen Ketten alle heißen und Subway. Weil und die wird es in 3 Jahren oder 4 Jahren noch geben, wurscht, wie die Pandemie rennt, ja? Die sind die Letzten, was aufschmeißt. Es geht um Leute, zu denen man persönliche Bindung hat. Lokale, die man schon seit Kindheitstagen mit der Familie irgendwo kennt. Und die nagen dann irgendwann am Existenzminimum. Ja? Und die sind gefährdet. Deren Existenzen sind bedroht. Ja? Die müssen wieder zusperren. Und es ist ja lächerlich, dass man jetzt so einfach lässig ausspricht, ja, die Unternehmer werden eh mit 80% dann Schadensersatz kriegen es 80% oder was vom Umsatz, was normal haben, dass man das so quasi den Lockdown überstehen kann. Ne? Das ist genauso wieder eine Geschichte. Da wette ich hundertprozentig drauf, wie beim ersten Mal mit dem Corona-Topf.
Da füllen sie die Säcke an die ganzen großen Unternehmer, wie sie alle heißen, die bekannten Supermärkte, die was eh ganze Zeit ein Geschäft gemacht haben, füllen sie die Säcke an. Und wenn es dann um einen kleinen Unternehmer geht, heißt es dann, naja, der Topf ist schon leer, da können wir nichts mehr machen, tut uns leid. Und das ist das Problem und ich mache mir ernsthafte Sorgen. Mein Fitnesscenter, wie gesagt, in einer anderen Story oder Video schon, wer es gesehen hat, ist auch ein Einzelunternehmer, ja. Ein familiäres Umfeld, ja, und der hat beim ersten Lockdown schon gekämpft, dass er nicht zusperren muss, ja. Und ich habe wirklich Angst, dass es dieses familiäres Umfeld, dass das alles wegstirbt. Irgendwann werden dann nur mehr diese ganzen Ketten übrig bleiben und diese ganzen Marken. Und es wird nichts anderes mehr geben, weil alles andere weggefallen ist durch das ganze ständigen Lockdowns und Schließungen. Man muss da ein bisschen nachdenken, finde ich, was man macht. Und die WHO sagt nicht umsonst, dass der Lockdown der letzte Schritt sein sollte. Da geht's auch um psychische Probleme, um Gewalt im eigenen Haushalt. Das ist nicht so leicht, dass man jetzt sagt, beim ersten Lockdown war es ja super, da hat man den Leuten problemlos verkaufen können. Naja, wenn wir jetzt einmal 2-3 Wochen daheim bleiben, es hat ja niemand gewusst, wie stark oder wie gefährlich das wirklich ist und wie lang sich das zieht. Ja? Experten haben zwar schon immer gemutmaßt oder gesagt, das wird nur länger gehen, aber man hat uns immer damit geködert, dass man gesagt hat, naja, wenn wir jetzt da 3 Wochen brav daheim bleiben und sie und alles halten, haben wir es in 3 Wochen überstanden und jetzt wissen wir es, wir haben einen Dreck überstanden. Und es wird genauso jetzt wieder sein. Und dann stehen sich die Leute hier und sagen, ja, von der Regierung und sagen, ja, es ist eh super, wenn wir uns jetzt wieder, also die Zahlen annähern, dann können wir wieder an Skifahren denken und dann denke ich mir, habt ihr den letzten Schuss noch nicht gehört? Hört's auf mit dem ganzen Scheiß, es war beim ersten Lockdown genauso. Die Zahlen haben super ausgeschaut. Was war der Tourismus? Ist als erster gleich wieder geöffnet worden. Die Leute sind dort hingefahren, zu uns sind die Leute geflogen, dort hingeflogen. Das kann's nicht sein, du verschleppst das Ganze wieder nur. Dann kommen alle von den Ferien und vom Urlaub zurück. Und im Herbst ist dann die Schule offen. Und dann gingen alle in die Schule und verschleppen das wieder. Und dann hast du denselben Scheiß von vorne wieder. Wenn jetzt die Zahlen einmal runterdrückt sind, dann sollte man mal alles Möglichste tun, um die Zahlen auch wirklich unten zu lassen. Ne? Da kann man kleinweise aufsperren und so, aber nicht schon wieder, ja, und da machen wir Skifahren und dann gibt's dort wieder illegale Partys und da sollte man ansetzen. Ja? Diese Sachen, ja, nicht irgendwo privat, wenn sich einer mit 5, 6 Leuten irgendwo trifft, dass man sagt, ja, und da dürfen wir jetzt nur mehr aus 2 verschiedenen Haushalten und lauter Plätzchen lernen. Das ist ja nicht normal. Das heißt, 8 Stunden hakeln gehen und der persönliche Raum wird immer mehr eingeschränkt und das ist das Gefährliche, wie gesagt. Irgendwann steht dann der Inspektor in deinem Wohnzimmer drinnen und schaut, was du magst daheim. Und das kann nicht normal sein. Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Das geht nicht. Und genauso ist beim Rausgehen. Jetzt gibt es eine Ausgangssperre von 20 bis 6 Uhr. Es ist nirgends deklariert ganz genau klar, was da ausgenommen ist und was erlaubt ist. Wenn jetzt der Hund, sagen wir mal, Durchfall hat, wenn ich einen Hund habe, da darf ich um 21 Uhr mit dem Hund nicht mehr Gasse gehen. Das kann ja nicht sein. Oder wenn jetzt einer Schichtbetrieb hat, der kommt um 10 Uhr auf die Nacht von der Arbeit, dann müsste theoretisch um 8 zu Hause sein, weil er nicht auf die Straßen gehen kann. Dann heißt es immer, na, Arbeit ist ja ausgenommen. Und natürlich, wenn es der Psyche gut tut oder wenn es die Psyche erfordert, dann kann man natürlich schön rausgehen. Lauter so Larifari-Regelungen und Gesetze, weißt? Und beim ersten Mal ist schon gestraft worden, ja? Rechtswidrig, ja? Dass man gesagt hat, man straft willkürlich irgendwelche Leute, nimmt sich welche raus und sagt, ja, sie können nicht vorlegen, dass sie in die Arbeit fahren, da müssen sie Strafe zahlen. Und das ist das Gefährliche. Es kommen 100.000 neue Regelungen raus, die eigentlich nur Empfehlungen sind und dann wird nur gestraft und die Leute wissen gar nicht eigentlich, was dürfen wir noch und was dürfen wir nicht. Und das ist eigentlich eine reine Farce, das Ganze nur mehr. Es weiß keiner hundertprozentig, was darf ich und was darf ich nicht. Und es ist nicht meine Aufgabe, immer hundertprozentig zu kontrollieren, weil die jede Woche irgendwelche anderen Regeln haben, was darf jetzt und was darf ich nicht. Entscheidet euch einmal für irgendwas. Und das ist der nächste Punkt. Es gibt keine einheitliche Linie. Das ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Es ist eine globale Pandemie, aber habt ihr irgendwann erlebt, dass man irgendwas global entscheidet? Jetzt macht der in Lockdown. Israel hat schon vor einem Monat in Lockdown gestartet. Die sind schon bald wieder offen. Dann haben wir Reisewarnung für das Land. Das Land hat aber für uns keine. Die fliegt zu uns. Die schleppt bei uns das Virus wieder, da verteilt sie sich da wieder, dort wieder. Warum geht man nicht einfach her und wirklich, macht einmal wirklich, wenn einen Lockdown, dann 3, 4 Wochen so, dass man weit die Länder nur auf ein Minimum reduziert. Ja? Dann sagen wir, ja, dann halten wir die ganzen wichtigen Geschäfte offen, das andere ist, wir bleiben zu Hause.
Dann schauen wir mal, wie es wirklich ausschaut in 3 Wochen, weil dann hat jedes Land einmal gute Zahlen und dann schauen wir wirklich, wie es ausschaut. Ja? Aber nicht immer, na, jetzt macht der einen Lockdown, wir handeln uns nicht mehr von Lockdown zu Lockdown. Der hat dort den Lockdown, der hat den Lockdown, der ist dort da verrot, der hat da Reisewarnung, der tut, da wirst deppert. Das ist nicht normal. Und die Volksgesundheit leidet auch nicht mehr drunter. Jetzt sperren wieder die Fitnesscenter zu. Beim ersten Lockdown war es überhaupt geil, da waren die ganzen Parks zugesperrt, dass da nicht einmal laufen geht, irgendwas können. Da haben sie da eingekriegt, 2, 3 Wochen, na, Sport ist jetzt nicht wichtig, bleibt daheim und frisst 10 Tage Pizza vom Liefermann oder was. Das geht's euch noch gut? Ein Sport stärkt das Immunsystem, das ist das Wichtigste, was es gibt. Ja. Jetzt hat man offenbar wenigstens daraus gelernt und hat gesagt, dass die Parks uns offen bleiben. Ja. Und ich finde es auch frech, dass man auf unsere Gesundheit dann noch sich bereichert und da Geld auch noch macht, die ganze Pharmaindustrie. Da ist ja genauso bei den Impfstoffen. Ja. Wie ich von Anfang an gesagt habe, eine globale Pandemie. Ja. Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man unterschiedliche Methoden hat. Ja. Aber das führt zu nichts. Und setzt die besten Köpfe, sage ich, die besten Forscher weltweit zusammen in einen Raum für 1, 2 Monate und dann schauen wir, was rauskommt. Und nicht, der macht das, der macht das. Der Arme kauft den Deutschen den Impfstoff ab oder diskutiert schon, wie das und das haben, weil dass der Russ nicht kriegt und dass er es den und den nicht verkaufen braucht. Die machen sich um unsere Gesundheit auch gehört hast. Und dann hetzen es die Leute untereinander auf und, nein, du hast keine Maske auf. Und du gefährdest uns alle und ihr seid alle schuld, dass wir daheim bleiben. Lasst euch doch nicht verarschen. Wenn wir schon die ganzen Lokale zusperren, ja, dann kann man davon ausgehen, dass es nicht so ist, wie uns die letzten Woche erklärt worden ist. Ja, dass man sich sehr wohl im öffentlichen Raum trotz Maske ansteckt, obwohl man immer gesagt hat, na, die Maske schützt dann zu super. Ja. Wenn wir uns im privaten Raum wirklich alle anstecken, warum sperren wir dann zu die Lokale und die Fitnessstudios? Dann lassen wir offen, dann ist kein Problem. Jetzt sperren wir das und das zu, dann privat hast du auch, da dürfen nur 2, 3 Leute von verschiedenen Haushalten rein und was, wer will das kontrollieren? Und vor allem, wenn es kontrolliert wird, geht es in den Arsch. Oder was greift sich immer die ganzen Grund- und Menschenrechte an? Das ist das Gefährliche. Man muss jetzt wirklich aufpassen, was dann bleibt und was nie wieder geht. Das ist genauso wie bei den Preisen, Leute. Das verschwindet nicht nur, weil es eine Ausnahmesituation ist. Habt ihr jemals gesehen, wenn irgendwas vorübergehend teurer geworden ist im Supermarkt, dass das wieder irgendwann billiger geworden ist? Oder mit welcher Begründung? Das wird nicht mehr billiger. Das ist so. Das ist in Stein gemeißelt und das bleibt dann. Und da muss man sehr, sehr wohl aufpassen. Das ist gefährlich. Also, man kann einfach bei dem Thema nicht mehr einfach nur sagen, ja, es bleibt so und fertig. Das geht nicht. Und ich bin jetzt wirklich schon erzürnt, weil, wie gesagt, du sollst jeden Tag arbeiten gehen, die Schulen bleiben offen, die Bildung und die Arbeit ist das Wichtigste. Ich weiß schon, dass man das System am Laufen halten will. Ja. Aber wie gesagt, wir sind keine Roboter und Maschinen, wir können nicht jeden Tag nur hakeln, hakeln, hakeln. Und wenn es dann mit irgendwen auf ein Bier gewisst, einmal nach der Arbeit, heißt es, ja, das ist gefährlich, bleibst zu Hause. Wie wenn es in der Firma keine Leute anstecken will, Leute, da gibt es Firmen, da sind 200-300 Leute in einem Raum, in einer Produktion oder an Fleischereien und was gibt. Das sind richtige Cluster. Man braucht nicht so tun, als wenn die Firma nicht gefährlich wäre, wenn man sie dort nicht anstecken könnte. Wie wenn alle jetzt nur auf illegalen Partys krank werden würden. Wie gesagt, das ist eine Verarschung nur. Und man muss sich langsam entscheiden, wie das Ganze weitergeht. Und wenn man jetzt entscheidet, ich verstehe schon, dass man sagt, man hat nicht genügend Betten zur Verfügung, ja? Aber wenn man die Betten angeschaut, ja? also die Zahlen, ja, von der AGS, was im Internet zum Finden sind, und wenn man das hernimmt, ja, dann ist das sehr traurig. Wir sind, was, 8 Millionen Einwohner in Österreich, und wenn man sich das anschaut, haben wir genau 9000 Betten zur Verfügung und was hat 800, 900 Intensivbetten, wenn man das zusammenzählt mit den Belegten und die, was jetzt noch verfügbar sind. Und da wird am falschen am Platz gespart, Leute. Man spart immer, die letzten Jahre hat es immer Kassen, bei den Spitälern, da wird das Budget gekürzt, die Krankenkassen werden zusammengelegt, das hilft und sparen. Ein Monat später war die neue Krankenkasse schon fast wieder im Konkurs. Lauter Plätze, dann wird nur gespart beim Pflegepersonal, na, das können wir nicht zahlen, dort. Vielleicht sollte man da mal investieren, Leute. Nicht immer in die Unterhaltungselektronik, da seht ihr, als neue iPhone rauskommt um 1500 Euro, das Scheißdreck, was keiner braucht mehr. Investiert einmal in wirklich was Sinnvolles und ich wette mit euch um viel Geld, wenn das Ganze überstanden ist und es kommt in 5 oder 10 Jahren der nächste Virus, hat es wieder keiner kommen gesehen, da gibt es dann Schweinegrippe 2.0 reloaded, dann hat es wieder keiner kommen gesehen und nein, da können wir nichts dafür und da haben wir zu wenig Platz und da müssen wir zu Hause bleiben
Und die ganzen Testleute, vielleicht war es einmal sinnvoll, ja, wenn man die ganze Strategie überdenkt. Es werden ja Leute getestet, die Spuren von dem Virus in sich haben, die ja gar keine Symptome aufweisen und nicht krank sind. Ja. Ich weiß schon, dass die das Virus verbreiten können an andere Leute, ja. Aber man muss sich mal anschauen, wie viele Leute wirklich milde Verläufe haben oder gar keinen Verlauf haben. Den kratzt da mal der Hals an Tag lang und das war's. Und das ist der milde Verlauf und dann wird Kretenhand das Killer-Virus und da muss man alle schützen. Ich finde, dass das so, dass man so machen sollte, ja, dass man wirklich die Risikogruppen schützt. Ja. Da gibt es um Altersheime, um Pflegesheime, um Senioren, ja, oder die Leute, die zur Risikogruppe gehören, die können regelmäßig testet und da muss man schauen, dass man die möglichst abschottet und gesund haltet, aber nicht eine ganze Bevölkerung irgendwo einsperrt und einschränkt, nur damit sich ein paar Leute nicht anstecken oder ein paar Leute sterben oder nicht. Und es war in den letzten Jahren genauso, wie viele Leute sterben weltweit an Hunger oder wie viele Leute sterben an der Grippe, an der Influenza. Und da hat man auch einen Aufsehen gemacht. Da sind wir nicht alle in der Grippesaison mit der Maske um dumm gefahren und haben gesagt, Gottes Willen, gehen wir nicht mehr raus. Oder wenn irgendwer an Hunger stirbt, haben wir es ja trotzdem da an den Schnitzel rein und schauen weg. Und das ist das Problem, wenn man jeden schützen will. Genauso bei den Verkehrstoten. Wie viele Verkehrstote gibt es im Jahr? Steigen wir jetzt alle wieder auf die Kutschen oder das Fahrrad um und fahren wir nicht mehr mit dem Auto, weil es Verkehrstote gibt? Es ist nicht falsch verstehen, es ist um jeden einzelne Person schade, die stirbt. Aber wir können nicht alle nach dem Leben streben, dass wir 300 Jahre alt werden. Der Kreislauf des Lebens ist so, wir leben und wir sterben. Und der Planet ist nicht dafür gedacht, dass wir alle 1000 Jahre alt werden oder 500 Jahre alt werden. Ich weiß, was sich der Mensch denkt immer. Jeder hat die Panik. Und das Nächste ist, dass man selber nichts dazu beiträgt, weil es gibt Leute, die rauchen ganzes Jahr, saufen ganzes Jahr jeden Tag ein Backel-Chick und dann sind es die Ersten, die schreien, der hat keine Maske auf, der bringt mich um und Panikschirm, wie was, wenn es dann mal gesehen, der lebst, der Trottel, ehrlich jetzt. Entschuldige den Ausdruck, aber es ist so. Da gibt's Leute, die essen jeden Tag einen Schweinsbraten und jeden Tag das fette Fleisch und rauchen jeden Tag eine Schachtel Chickas und dann sind es die Ersten, was ranzen. Nein, und ich bin ja gefährdet und bleibt zu Hause und um Gottes Willen und regen sie dann auf. Also sowas ist ein Wahnsinn. Und wir lernen nichts draus, Leute. Es wird, wie gesagt, in 5 oder 10 Jahren werden wir genauso wieder an dem Punkt stehen und werden wir wieder sagen, wir haben es nicht kommen gesehen. Und zu den ganzen persönlichen Dinge noch, wollte ich noch dazu sagen, das nächste Video sein, dass uns im Arbeitsrecht wieder beschneiden werden, ja? Weil im Endeffekt badet ja immer der Otto-Normalverbraucher, also sei eigentlich die Arbeiterbevölkerung, das sind wir, ja. Den Großunternehmer oder den Staat ist das völlig scheißegal, die erhöhen irgendwelche Preise, wenn es kein Geld mehr haben, fertig. Du zahlst dann wieder die höheren Steuerabgaben und zahlst die teureren Preise im Supermarkt und überall und kriegst aber nicht mehr, ja. Die Firmen und die ganzen Unternehmer, die werden nachher herkommen und das nutzen, das Corona, egal, ob sie es sich leisten können oder nicht. Das Erste wird sein, dass irgendwann dann dazu kommt, dass man sagt, na, Urlaubs- und Weihnachtsgeld können wir euch nimmer zahlen, das ist teuer, das geht nimmer. Jetzt müssen wir schon alle an einen Strang ziehen und für 1000 Euro 60 Stunden hackeln gehen. Und um solche Sachen sollte man sich Sorgen machen, Leute. Da geht's, wie gesagt, um psychische Probleme und um die Lebensqualität, die wir haben, und die wird gerade mit Füßen getreten, ne? Und umso öfter, dass wir uns von Lockdown zu Lockdown handeln, umso problematischer wird's. Und es wird auch nicht besser werden, wenn wir jetzt dahergehen und sagen, ja, jetzt da machen wir einen Monat einen Lockdown und wenn dann alles gut geht, gehen wir wieder Skifahren und deshalb denke ich mir, von was träumt's ja noch? Es wird nicht gut werden. Es wird genauso beim ersten Lockdown. Sicher werden die Zahlen runtergehen und schöner werden. Aber wie lange? Es sind vielleicht 2-3 Monate und dann haben wir denselben Scheiß von vorne. Das ist nur ein Spiel auf Zeit, in der Hoffnung, es gibt irgendwann einmal eine Impfung. Und wenn man sich die Impfungen anschaut, man weiß ja nicht einmal, was drinnen ist. Da werden die ganzen Testphasen werden beschleunigt. Dann gibt es Testphasen, jetzt schon Phase 2 oder 3, was ich gelesen habe, wo 50% der Testprobanden überhaupt gar nicht immun sind durch die Impfung. Und da weißt du nicht einmal, welche Folgeschäden das kriegen kannst. Das ist ja nicht... Ich würde nicht davon ausgehen, dass es irgendeine gescheite Impfung einmal gibt vor 1-2 Jahren. Also das wird noch sicher bis 2021, Ende 2022 gehen. Das verschiebt sich jetzt schon. Zuerst hat es geheißen, im März gibt es die erste Impfung. Das ist da werden die ersten schon geimpft. Ja, Testpatienten vielleicht, aber es gibt keine fertige Impfung. Dann hat es geheißen, Ende 2020 jetzt. Der Kanzler steht sich hier und sagt irgendwas von Anfang 2021. Das wird vor Sommer 2021 sowieso nichts laut Medien. Und das ist der früheste Termin und das wird, sage ich, vor Winter 2021 mindestens nichts, wenn nicht 2022, da werden dazwischen noch Verschiebungen und Verspätungen kommen.
Also ihr seht, das Thema ist momentan, man kommt nicht dran vorbei. Du kannst ja versuchen, was du willst. Ihr werdet es ja selber bemerken, auch wenn du nicht jeden Tag die Zeitung aufschlagst oder die im Fernseher auftrast, die Nachrichten. Es ist so, du kannst nicht, kommst nicht daran vorbei. Es ist überall Corona, Corona, wenn du in der Straßenbahn sitzt. Jeder redet drüber, es wird überall diskutiert. Aber wie gesagt, wir müssen normalerweise bei einem weltweiten Virus zusammenrücken. Ja? Und jetzt gibt es Leute, die andere denunzieren, weil sie aus gesundheitlichen Gründen keine Masken tragen haben. Das war ja so ein Punkt, wo es zuerst geheißen hat, na, alle müssen eine Maske tragen, dann ist man rausgegangen vom Hausrecht, dann hat es öffentliche Verkehrsmittelbetriebe gegeben, die gemeint hat, na, ohne Maske magst du bei uns überhaupt nicht mitfahren. Es ist ja gar nicht gedacht worden an Leute, die gar keine Maske tragen. Das ist ja das Nächste. Es werden Gesetze oder Regeln eingeführt, dann werden die Leute bestraft und denunziert von anderen Leuten, die eigentlich gar nichts dafür können, die keine Maske aus gesundheitlichen Gründen tragen dürfen. Das hat jetzt da 2 oder 3 Monate gedauert, bis man mal offiziell sagt, bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben, na, Leute, die einen Test mitführen, brauchen keine Maske tragen. Und das sollten wir uns einmal alle einbringen, Leute. Es gibt Leute, die werden keine tragen und denkt einmal genau drüber nach. Und es kriegt einer schlecht Luft oder es ist wenn schlecht. Es gibt sicher immer wieder Gründe, warum einer keine tragt. Und da brauchen wir nicht immer mit dem Finger zeigen und hysterisch immer dumm schreien und was weiß ich. Wir halten uns großteils an die Regeln, soweit es uns möglich ist. Und wenn es nicht geht, dann geht's halt. Mehr können wir irgendwann nicht mehr machen. Wir können nicht immer alle paar Wochen irgendwas für ein paar Wochen zusperren und geht's brav arbeiten und das private Leben lassen wir völlig außer Acht. Da sitzen wir nicht mehr daheim vor dem Fernseher, wir trotteln oder schlafen nicht mehr. Das wird's nicht spüren. Das funktioniert nicht. Genauso wie der Vorfall damals im Stadtsaal. Und da hätte ich jeden Einzelnen, der was da dabei war, sagen, schämt euch in Arsch, oder wirklich. Das war Frechheit. Der junge Frau, die damals aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen darf, die Kabarettisten und Künstler waren die Ersten, die gerannt haben, wie schlecht es einer nicht geht, dann haben sie endlich aufsperren dürfen und dann sitzen Leute drinnen im Stadtsaal ohne Maske oder bewegen sich da drinnen ohne Maske und dann wird beschwert und die Person dort vor allen Leuten an den Pranger gezerrt und gemeldet und sagt, ja, die hat keine Maske auf, dann kommt man mit dem Hausrecht und sagt, ja, wir wollen nicht zusperren, müssen es halt unser, und dürfen es halt nicht teilnehmen und müssen es rausgehen. Leute, wo sind wir denn, wenn man aus gesundheitlichen Gründen keine tragen darf und dann wird man überall ausgeschlossen. Das erinnert schon an ganz andere dunkle Zeiten. Ne? Also ein bisschen vorsichtig sein, was man da macht und was nicht. Und jeden Einzelnen, der was da klatscht, wenn diese Person dann dem Haus verwiesen wird, den wird ihr am liebsten auch in die Pappen hauen. Das sage ich ehrlich, wie sie ist, schämt euch in Arsch. Und genau so ist es in Zukunft. Also denkt einmal nach, genauso bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es einmal, dass wir dichtere Intervalle einführen, ja? Statt dass alle 7, 8 Minuten eine Straßenbahn oder Bus kommen. Vielleicht werden dann auch wieder mal die Zahlen sinken. Ja? Aber na, die Maske ist ja, wie gesagt, unser heiliger Gral, die schützt uns alle, da können wir kuscheln, da kannst drinnen stehen in der U-Bahn, dass du den anderen schon Puzzle geben kannst. Ist alles kein Problem, funktioniert alles super. Wie gesagt, die Leute stecken sich nur privat an, deswegen schließen wir trotzdem die Lokale. Alles nur die ganzen illegalen privaten Partys und die ganzen Trotteln, die schuld sind an der Situation. Nur die Leute haben es verbockt, die sind schuld, dass wir so hohe Zahlen haben. Sonst natürlich niemand. In diesem Sinne, Leute, denkt ein bisschen genauer drüber nach und lasst euch nicht alles erklären und lasst euch nicht so verarschen und hinterfragt ein bisschen mehr. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und wie gesagt, nehmt es ernst, aber lasst euch nicht jeden Scheiß irgendwie am Bären aufbinden, weil alles und wie man es entscheidet, wenn man das dann genauer hinterfragt, entweder will man es bewusst verarschen, was ich nicht glaube, oder man weiß es einfach nicht besser. Ich hoffe, man weiß es nicht besser, aber ja, man wird sehen, wie es in Zukunft ausgeht. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen zum Abschluss. Wirtschaftlich wird das die nächsten Jahre ganz, ganz schlecht ausschauen und da werden wir uns noch alle anschauen. Ein bekannter Satz aus der Politik, wir werden uns noch wundern, was alles geht und genau so ist es, Leute. In diesem Sinne, wir müssen aufpassen, damit wir unsere Grund- und Menschenrechte nicht verlieren und verletzen, dass wir genauso frei bleiben können, wie wir jetzt sind und dass wir nicht irgendwo eingeschränkt werden. Also passt auf, bleibt gesund, bis dahin, macht's es gut, Baba.